einen wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt hier auf dem Derbyplatz und jetzt dreht sich, wie in dem vorherigen Video schon angekündigt, alles nur um das Derby. Und hinter uns wird jetzt hier gerade schon aufgebaut. Ich warte jetzt gerade noch auf die Siegerehrung von der Amateurtour, die davor war. Aber jetzt gerade wird schon alles aufgebaut und davon zeige ich euch ein bisschen was. Und nachher gehen wir natürlich auch noch den Parcours zusammen auf. Wir sind jetzt mittlerweile im Derby-Parcours angekommen. Jetzt wird hier auch schon für das Derby abgeritten. Das hier ist das erste, oder abgegangen, abgeritten wird auch, aber auf dem Abreiteplatz natürlich. Das hier ist das erste Hindernis. Es steht noch nicht, damit alle ein bisschen entspannt abgehen können. Aber diese Stangen werden hier noch reingelegt. Und dann ist das schon das erste Hindernis und dann geht es zum zweiten. Hier wird jetzt noch fleißig gebaut. Das ist das zweite Hindernis. Das muss alles natürlich perfekt sein und es wird eben noch ein bisschen weiter nach vorne geschoben, damit die Distanzen auch stimmen. Hier wird gerade noch einmal der Platz einmal glatt gemacht. Hindernis Nummer 3 sind Wälle, die irischen Wälle, 3a und 3b. Hier wird aufgesprungen. Hier geht es dann direkt wieder runter. Das ist der Einritt. Die Büsche kommen natürlich noch weg. Das ist also sozusagen Hindernis A, B, C und der Absprung ist dann D. Und dann sind wir auch schon an Hindernis Nummer 4. Das ist der Wassergraben hier. Hindernis Nummer 5 ist dann hier das Gatter. Das nächste Hindernis ist dann auch schon der Wall, der gefürchtete Derbywall. Seht's mir nach, dass ich mich da jetzt nicht einreihen werde und hochgehen werde. Aber ich zeige euch das Ganze mal von der anderen Seite. Hier geht es dann wieder runter. Nicht viel Platz bis zum Gatter. Vielleicht auch einmal ganz spannend zu sehen, wie das Gatter hier drin liegt. Das liegt quasi von hinten drin, damit wenn die Pferde, weil es ja doch auch ein relativ riskantes Hindernis ist, hier einfach einmal gerade rüberkommen und dann auch es runterfallen kann im Zweifel. Das nächste Hindernis ist relativ tückisch, allerdings nicht unbedingt nur wegen der Optik, dahinter ist noch ein Graben, sondern auch einfach, weil nach dem Wall die Leute, Pferd und Reiter, durchatmen und sagen, geschafft. Und schon haben wir das Problem, dass hier ganz schnell mal ein Fehler passiert, gerade mit dem kuckigen Wasser dahinter. Hindernis Nummer 9 sind wir dann hier angekommen, das ist das Gatter. Das hängt hier oben drin, es hat auch hier sehr entspannte Auflagen, damit es eben gut fallen kann. Wird aber hier unten nochmal an einer Auflage aufgehalten, damit es eben nicht einfach nur direkt hinters Pferd fällt und sich die Pferde verhaken könnten. Sprung Nummer 10 bzw. Hindernis Nummer 10 ist dann der Birkenochser, der aus vielen Einzelteilen besteht. Ich werde euch das einmal in der Nahaufnahme zeigen, dann seht ihr auch, was ich meine. Hier. Hier unten ist der fest, kann umknicken. Hier ist dann ein Teil. Und das liegt auf. Das heißt, er kann leicht fallen, ist auch einfach. Aber der Sicherheitsaspekt, der steht hier dann natürlich an erster Stelle. So. Und so weit ist das hier auseinander. Sprung Nummer 11 ist der Buschochser. Der wurde abgeschwächt, denn früher war der Busch deutlich, deutlich höher. Dadurch hatten die Pferde viel das Bedürfnis, da einfach oben drauf zu treten. Deswegen ist mittlerweile die Hecke weiter unten. Und dadurch ist das Hindernis einfach auch ein wenig sicherer gemacht worden. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Das nächste Hindernis sind die Eisenbahnschranken 12a und 12b. Sehr luftig gebaut. Nur eine Stange, die oben liegt. Und das Ganze direkt hier an den Zuschauerrängen. Kein leichtes Hindernis. Und hier passieren auch schnell mal Fehler. Weiter geht es mit Hindernis Nummer 13. Hier haben wir wieder ein hohes Hindernis, was ein wenig an den Koppeltor erinnert. Und hier geht es jetzt weiter auf Pulvermanns Grab. Pulvermanns Grab heißt so, weil der Erfinder oder der das ins Leben gerufen hat, der ist an diesem Hindernis immer gescheitert. Der hat es nicht einmal fehlerfrei überwinden können. Und dementsprechend heißt das Ganze hier Pulvermanns Grab. Der Name lässt vermuten, dass es irgendwas Makabres hier passiert ist, aber nein, tatsächlich hat er das Hindernis einfach nur nie fehlerfrei überstanden. Hindernis Nummer 15 ist die DKB-Mauer. Ein sehr massives Hindernis. Und damit bewegen wir uns dann auch auf die Zielgerade. Ihr merkt, das ist ein sehr, sehr langer Parcours. Man macht hier viele Kilometer. Die Daten dazu, die blende ich euch gleich noch einmal ein. Als letztes folgen jetzt
die Holsteiner Wegesprünge. Die sind gar nicht so leicht, auch wenn sie von hier erstmal aussehen wie eine ganz normale Kombination. Allerdings sind sie, wie ihr seht, relativ hoch. Hinter den Sprüngen sind tiefe Gräben. Ist für die Pferde gar nicht so leicht zu taxieren. Gerade wenn sie sich da dann im Zweifel erschrocken haben, dann kommen sie hier hin und haben dann als nächstes den Graben vor dem Sprung. Und dann gibt es jetzt hier noch das letzte Hindernis, Sprung Nummer 17. Dort kann man entscheiden, ob man die linke Seite wählt oder auf der rechten Seite. Das kommt ein bisschen auf die Kurve an, die man nimmt. Wenn man die linke Seite nimmt, ist man im Zweifel ein wenig schneller. Und dann geht es da auch dann direkt ins Ziel. Wir sind jetzt aus dem Parcours raus. Ich habe euch den Parcours ja gerade einmal gezeigt. Und weiter geht es jetzt mit dem Abreiteplatz. In der zweiten Hälfte der Prüfung werde ich reingehen, um euch ein bisschen mehr davon zu zeigen. Aber jetzt erstmal zeige ich euch den Abreiteplatz. Wir schauen jetzt hier gerade am Abreiteplatz ein bisschen den Pferden zu. Und in einem meiner Videos kam die Frage nach den Masken auf. Und zwar ist das so, dass diese Masken, hier ist noch eine, sieht man es ein bisschen besser, weil es ein Schimmel ist, dass die Masken die Pferde wohl ein bisschen beruhigen sollen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein neuer Trend, dass es irgendwie schick aussieht oder so. Also es ist schon ein bisschen ein Trend. Man hat das Gefühl, das ist jetzt plötzlich, reiten alle damit. Es ist wie so häufig, wenn im Sport irgendein neues Wundermittel auf den Markt kommt, so ungefähr, dann nutzen es plötzlich alle inflationär. Und es wird jetzt eine Weile dauern, es wird jetzt eine Weile dauern, bis dann wirklich am Ende nur die Pferde damit geritten werden, bei denen es auch wirklich einen Effekt hat. Und ja, aber man sieht sie jetzt aktuell tatsächlich häufiger und sie sind aber auch nur international erlaubt. Also wenn ich mich nicht alles täusche, national nicht, also wirklich nur international. Hier findet übrigens auf dem Abreiteplatz, da sind wieder die Matten, so ein Check statt von den Tierärzten. Einmal kurz, wie es aussieht, ob Gamaschen, ob alles in Ordnung ist bei den Pferden. Und Cassandra ist gerade eine 4-Fehler-Runde geritten, das allererste Mal beim Derby. Und ich freue mich riesig, riesig doll. Bis vor kurzem stand sie noch bei uns im Stall. Mega, 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 mega Leistung. Sie steht jetzt leider woanders, was sehr schade ist, weil ich sie sehr gerne mag. Aber ich würde sagen, das Derby-Debüt ist absolut geglückt. Mal abgesehen davon, dass sie gerade eine fantastische sportliche Leistung gezeigt haben, sind sie auch einfach ein richtig, richtig hübsches Paar. War's mit dem Derby 2022. Ich bin ein bisschen müde nach dem Wochenende oder nach der Woche fast schon. Es war ja ab Mittwoch war ja Derby. Und das Wetter hat uns ein kleines bisschen zu schaffen gemacht, wie man vielleicht auch gemerkt hat. Es war nicht immer möglich, alles perfekt zu filmen und aufzunehmen, weil das mit den Kameras dann, alles ist voll mit Wasser am Ende. Und dementsprechend gab es da dann einfach zwischendurch ein bisschen Pause. Ich habe euch so gut es geht mitgenommen. Ich habe mich gerade wahnsinnig doll gefreut für Cassandra, die Derby-Siegerin 2022 ist. Es ist Ewigkeiten her, dass eine
Frau Derby-Siegerin geworden ist. Und ja, sie hat es geschafft. Und das Allerkrasseste ist, sie ist das allererste Mal Derby geritten. Sie war in der ersten Qualifikationsprüfung einfach mal null. Sie war jetzt gerade, ist ins Stechen gekommen mit 4 anderen Reitern und Reiterinnen und war die einzige im Stechen, die neu geblieben ist. Also das muss man erstmal schaffen, das erste Mal beim Derby dabei und dann gleich gewinnen. Also ich glaube, das ist eine Mega-Leistung, wirklich. Also ganz, 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 ganz toll. Und genau, wir fahren jetzt nach Hause und dann werde ich erstmal das Wochenende ein bisschen Revue passieren lassen. Und morgen geht's voller Elan zu den eigenen Pferden wieder. Denn wir machen auch gleich noch alle Leute an als Lied. Und ja, genau. Also dann geht's wieder zu den eigenen Pferden und dann auch mit sehr viel Motivation. Ich weiß nicht, wer es noch kennt, aber bei mir ist es immer so, wenn ich auf so einem Turnier war, dann habe ich danach immer richtig, richtig Bock, auch ganz viel mit meinen Pferden zu trainieren und sonst was. Also mir macht das, ich fühle mich dann immer so inspiriert. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr es guckt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann!